Herzlich willkommen zu einem weiteren News-Ticker von den Formel 1 Talkers. Ja, und heute war der dritte Testtag in der neuen Saison in Jerez. Und ja, natürlich möchten wir euch nicht auf den Trockenen lassen und euch gerne wieder informieren über den Testtag, der heute für einige gut, für einige nicht so toll lief. Und zwar auf Platz 1 Nico Rosberg. Allerdings muss man dazu sagen, mit einer 1,176 war damit natürlich bisher der überhaupt schnellste bei den Testzeiten. Und also die bisher gefahrenen Zeiten von 2012. Allerdings muss man sagen, ist Rosberg im Platz mit den 2011er Wagen gefahren. Auf Platz 2 Romain Grosjean im Lotus. Lotus also weiterhin weiter vorne platziert. Natürlich sollte man wie immer diese Testfahrten nicht jetzt als Maßstab nehmen, sondern der Maßstab ist halt eigentlich das erste Rennen. Auf Platz 3 Sebastian Vettel, der heute zum ersten Mal auch gefahren ist im neuen Red Bull. Hat 96 Runden abgespult und ist eine 1,92 gefahren, war damit 18. langsamer als Romain Grosjean im Lotus. Grosjean heute auch zum ersten Mal im Auto gewesen. Lewis Hamilton, der auch heute zum ersten Mal gefahren ist, auf Platz 4, also im Vergleich zu Jenson Button auf jeden Fall eine bessere Platzierung belegt. Auf Platz 5 Jean-Éric Vergne aus Frankreich und ja, im Toro Rosso. Toro Rosso also weiterhin mit einer positiven Einstellung oder Leistung, die man bisher hier gebracht hat. Sergio Perez auf Platz 6. Ich glaube für Sauber eher leider nur Platz 6, weil Sauber hatte so ein paar technische Probleme heute im freien, am Testtag. Und ja, dadurch konnte man eben halt bloß 48 Runden abspulen. Ja, auf Platz 7 Fernando Alonso nur im Ferrari. Ja, im Ferrari, da soll es so, wohl so einige Probleme geben. Ich habe heute eine wunderschöne Nachricht von einem Zuschauer bekommen, der sich sehr mit Ferrari auseinandersetzt und er hat mir eine Nachricht geschrieben, dass man wohl bei Ferrari noch extreme Probleme mit dem Setup hat, also ein Setup einzustellen und man soll wohl mit der Performance im Auto, was so in der Mitte der Kurve, so, also die Performance im Auto, wie es so in der Mitte einer Kurve ist, nicht zufrieden sein soll. Und der Wagen soll wohl ziemlich im Vergleich zum 2009er Ferrari sein. Und ein weiteres Problem ist wohl die vordere Radaufhängung. Da man versteht diese vordere Radaufhängung noch nicht. Und ja, man scheint wohl hier auf das völlig falsche Pferd wohl angeblich gesetzt zu haben. Und natürlich vielen Dank für diese kleine Mitteilung an den Zuschauer. Hat mich sehr gefreut, dass wir solche Zuschauer haben. Und ja, auf Platz 8 Bruno Senna, der heute auch zum ersten Mal gefahren ist im Williams, 125 Runden abgespult hat, war damit der fleißigste. Van der Garde, der Testfahrer von Caterham, ist heute gefahren, 74 Runden abgespult. Und auf Platz 10 ist Bianchi, ja, der Testfahrer von Force India, allerdings ist der bloß 2 Runden gefahren. Ja, wie kommt das? Liegt ganz einfach daran, er hat das Auto weggeschmissen, hat den Reifenstapel berührt. Auto musste abgesteppt werden und man hatte leider keinen, zumindest von dem Teil, was kaputt ist, keine Ersatzteile gehabt bei Force India und das war natürlich ein bisschen ähnlich, da eigentlich heute der Nico Hülkenberg fahren sollte. Allerdings dadurch natürlich sein Testtag jetzt damit im Wasser gefallen ist und morgen wieder denn ins Rohr im Cockpit sitzen soll. Ja, das wäre es sonst einfach jetzt zum Testtag. Ich mache euch natürlich wieder die Ergebnisse mit rein in die Grafik. Und ja, von mir war es erstmal zumindest für diese Woche bis nächste Woche Montag die letzte News. Vielleicht macht der Leon am Wochenende nochmal was, weil ich bin unterwegs, obwohl der Leon ist eigentlich auch noch unterwegs. Also wird wohl am Wochenende nicht wirklich was kommen an News. Ja, wir sind auf jeden Fall, oder zumindest mich spätestens am Samstag wieder. Und ja, bis dann wünsche ich euch viel Spaß mit Videos und bis dann. Ciao, ciao.